Herzlich willkommen zur ersten IKF Digital. Nach 33 Jahren Geschichte der IKF hat es uns leider in diesem Jahr erwischt und wir können nicht in der gewohnten Form Präsenz zeigen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Sie, wir hier in Freiburg, im Hintergrund sehen Sie den schneebedeckten Hänge des Schwarzwaldes und das zeigt uns ja auch schon, dass eigentlich jetzt IKF-Zeit ist. Und wie gesagt, erstmals nach 33 Jahren muss die IKF in der Präsenzform ausfallen, geschuldet der Corona-Pandemie. Und wir haben lange daran geglaubt, an eine Durchführung bis in den Oktober hinein. Dann mussten wir allerdings auch wir erkennen, dass die IKF in der Form einfach nicht machbar ist. Und von daher haben wir gesagt, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern wir entwickeln eine digitale IKF, um sozusagen der Branche Ihnen die Möglichkeit zu geben, eine gewisse Präsenz zu zeigen und auch wenn es nur über den digitalen Medien ist, aber eine Präsenz zu zeigen, denn wir alle, nicht nur wir von der Veranstaltung, Messebranche, sondern auch Sie aus dem künstlerischen Bereich, leiden seit knapp einem Jahr unter eben dieser Corona-Pandemie. Und deswegen ist es für uns umso wichtiger, eine Präsenz zu zeigen, um zu zeigen, der Kulturbranche, der Veranstaltungsbranche, die gibt es, die steht in den Startlöchern und wartet eigentlich nur darauf, losgelassen zu werden, in Anführungsstrichen, und wieder das zu zeigen, was sie gerne möchten. Sie möchten auf den Brettern dieser Welt Präsenz zeigen, um uns als Besucher zu amüsieren, zu unterhalten. Und letztendlich ist es das, wenn man die, ich sag jetzt mal, die Bevölkerung draußen auf der Straße fragen würde, was ihnen am meisten fehlt, dann ist es sicherlich das Erste, in die Restaurants zu gehen. Und das Zweite ist dann aber auch das Thema Kultur. Und deswegen ist es für uns so enorm wichtig. Und hier möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei meinem Team um die Frau Göhner und natürlich um die weiteren Mitarbeiter bedanken, dass sie, sag mal, nach einem Moment der Stille des schwarzen Lochs wieder zu sich gefunden haben und gesagt haben, jetzt erst recht. Und deswegen, wie gesagt, sind wir froh, dass wir heute am 18. Januar die IKF digital eröffnen können und wünschen Ihnen, wie aber auch allen Teilnehmern, wie aber auch unserem Team, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und wir hoffen allerdings auch, und da muss man ganz ehrlich sagen, dass es das einzige Mal ist, wo wir eine IKF digital in der Form machen werden, als Ergänzung, als Ersatz zur IKF Präsenz. Und wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr, auf 2022, wenn Sie dann wieder hier in Freiburg sind und dann hoffentlich genauso mit dem Schnee hinter uns und ein paar schöne Tage hier in Freiburg verbringen werden mit Ihren Kollegen, mit Ihren Partnern, mit Ihren Freunden. Und möglicherweise mit den Unbekannten, die Sie noch nicht kennen, aber dann kennenlernen werden. Und von daher, jetzt gebe ich gerne an die Frau Göhner, Projektleiterin, verantwortlich für das Digitale, wie aber auch das Präsenz. Und von daher, Frau Göhner wird Ihnen erzählen, was es in den nächsten drei Tagen alles gibt. Ja, danke, Herr Stachwitzke, für die Überleitung. Auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen zu unserer ersten IKF Digital. Es ist natürlich eine ganz besondere Ausgabe und es ist anders als, wird anders sein als die IKF, die Sie bisher kannten. Es ist für uns alle ein Abenteuer und wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ich möchte den Dank vom Herrn Stachwitzke nochmal an die Kolleginnen aus meinem Team weitergeben. Ohne den Zusammenhalt, ohne dieses hohe Engagement wäre es in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, die IKF Digital zu planen und jetzt auch durchzuführen. Wir haben in den letzten paar Wochen gelernt, dass einfach digital mal so, dass es nicht geht, sondern dass da doch schon hohe Erfordernisse anstehen. Was erwartet Sie denn jetzt bei der IKF Digital? In weiten Teilen setzt sie sich aus Bausteinen zusammen, die Sie auch von uns live vor Ort kennen. Wir haben einen Ausstellerinnenbereich. Hier können Sie sich bei über 200 Ausstellerinnen und Ausstellern darüber informieren, über neueste Branchentrends, über Entwicklungen in der Szene. Sie haben die Möglichkeit, sich Videos anzuschauen. Und uns freut es natürlich sehr, dass so viele Ausstellerinnen dabei sind und wirklich auch Präsenz zeigen. Wir haben einen Künstler- und Künstlerinnenbereich. Dort können Sie sich Videos der Künstler anschauen, zahlreiche Künstler und Künstlerinnen anschauen, die bei uns für einen Kurzauftritt ausgewählt waren bei der Live-IKF.
Und wir haben, das ist dieses Jahr sicherlich nochmal vor dem Hintergrund der Pandemie sehr spannend, ein umfängliches Vortrags- und Seminarprogramm mit aktuellen, für die Branche relevanten Themen. Also zum Beispiel, wie hat die innerhalb kürzester Zeit erfolgte, unter Hochdruck erfolgte Virtualisierung die Branche verändert? Welche Formate haben Künstlerinnen und Künstler und Veranstalterinnen und Agenturen sich ausgedacht, um im Kontakt mit Publikum zu bleiben, auch wenn sie sich vielleicht nicht oder wenn sie sich nicht live sehen können? Wie kann man strategisch planen in Krisenzeiten? Ich denke, unser Seminar-Vortragsprogramm hat sicherlich genügend Anregungen und Impulse für die Arbeit vor Ort bereit. Sie können auch bei uns für die Freiburger Leiter abstimmen, wie Sie es in den Vorjahren auch schon getan haben, dieses Mal in den Bereichen Musik und darstellende Kunst. Es gibt Kurzpräsentationen von Projekten und Programmen aus dem Bereich zeitgenössischer Zirkus und Theater im öffentlichen Raum. Und ganz wichtig, das zeichnet ja eine internationale Kulturbörse Freiburg live vor Ort aus. Sie können kommunizieren, was das Zeug hält. Sie haben einerseits die Möglichkeit, mit Ausstellern und Ausstellerinnen in einem Videochat in Kontakt zu kommen. Sie können mit allen Teilnehmenden Nachrichten austauschen und sie können sich natürlich auch innerhalb der Seminare einbringen. So, hinter uns, da liegt jetzt die Absage der IKF vor Ort. Das waren 2,5 Monate mit intensivster Arbeit. Vor uns liegen 3 spannende Tage und der Wunsch, dass wir bald wieder live veranstalten können und dass für unsere Branche hoffentlich in Bälde wieder bessere Zeiten kommen.